Echt jetzt? Was soll denn das? Man gibt die Tipps vorher und nicht erst danach. Das ist genauso, als würde ich eine Frau flachlegen und sagen, ach, apropos PS, habe ich vergessen zu erwähnen, ich habe so ungefähr 100 Geschlechtskrankheiten, die hast du jetzt auch. So, schalten wir hier mal wieder alles aus. Machen auch die Kameras aus. So, mal sehen. Gucken wir mal. Da können wir... Hallo? Warum automatisch? Was soll denn das? Wir selber gucken. Mist, ich kann sie nicht sehen. Moment, da müsste sie... Hä? Müsste sie nicht... Hä? Ich bin doch mit der Kamera hier, da müsste ich sie doch sehen. Ah, ich Idiot, die Tür ist noch zu. Offen. Komm hier, mach mal. Na? Mach mal. Mach Tür. Tür. Tür geht nicht. Wahrscheinlich, weil sie drin steht. Das heißt, komm hier, geh mal dahin. Ah, jetzt kann ich die Tür zumachen. Jetzt sehe ich sie auch. So. Das heißt... Komm hier, Mädel. Was ist hier los? Was? Irgendwas blockiert die Tür. Was machst du da? Habe ich dir das erlaubt? Okay. Gut, aber wir wollen... Hallo, könntest du mal hier hingehen? Oder hier hin? Ding, 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 ding. Benutze die Kameras. Hinter der Tür muss eine sein. Toll. Ah, okay. Wir können hier auch weitersehen. Ah, ich dachte schon, hier ist die Karte zu Ende, weil zu Anfang konnte ich da nicht weiter scrollen. Komm hier, Automodus aus. Okay, da geht's nach oben. Was ist das? Habe ich jetzt die Tür aktiviert? Okay, wie kriegt die Person da weg? In die Inhalationskammer. Ich guck mal gerade. Okay, ich kann hier Sachen aus- und anmachen. Okay. Da ist eine Person. Aber die Person blockiert die Tür. Was soll denn das? Verdammt, wie kriege ich denn... Also die Tür da hinten konnte ich öffnen? Hä? Ja, ich kann die Person sehen. Mit der Kamera hier kann ich... Ach, komm schon. Da hinten. Kann man hier im Nachtsicht auch schlechter sehen. Warum ist da einer? Und wie kriege ich den weg? Vor allen Dingen. Außerdem, warum ist mein Desktop so unübersichtlich? Kann ich das hier kleiner machen, das Fenster? Das ist so riesig. Nö, natürlich nicht. Kann ich natürlich nicht kleiner machen. Und kann ich natürlich auch nicht wegschieben. Gut, wie kriegen wir den Penner da weg? Können wir den irgendwie elektroschocken? Oder gibt es hier irgendwo was... Was man aktivieren kann? Schau gerade mal. Was auch immer das für Objekte sind. Wow. Okay, hier kann ich immer nur eins aktivieren. Ach. Wow. Da wird einem ja schlecht bei der Kamera. Okay, die Olle kommt also nicht durch die Tür, weil da steht irgendjemand. Klar, ich habe den ja schon gesehen. Nur, hä? Hallo, Olle. Ollum, geh mal weg da. Ich kann die Tür auch nicht deaktivieren. Ich habe die Tür jetzt aktiviert. Eigentlich müsste die aufgehen. Kann ich dem Elektroschock verpassen? Okay, ich brauche eine Hilfe. Wo ist hier, Wir befinden uns im Heck ja. des Schiffes. Im Quartier des Basispersonals. Mhm. Oder was davon übrig ist. Wir müssen das Hydroxidoxidring aus dem Versuchslabor für komparative Ethologie im Backbordquartier finden. Mhm. Ja, und, wo ist jetzt deine Hilfe, Mädel? Das Hydroxidoxidring findest du, wenn du durch das Labor für chemische Ökologie in das Ethologielabor gehst. Was? Ja, super, aber,
Wie kriegen wir diesen Penner da weg? Doch, ich habe dich gehört. Ich kann dir nur derzeit keine andere Lösung anbieten. Echt? Mädel, ich will den Spacko da weg haben. Hallo? Hallo? Ich bin eine Kamera. Ich kann nichts machen. Was soll ich denn? Vielleicht kann die Tür da hinten irgendwie auf und zu machen. Das interessiert den hier einen Scheiß. Die Tür hier kann ich nicht mehr auf und zu machen. So, da sehe ich sie. Dann machen wir den hier mal weg. So, tja, super. Ich würde dir ja gern mitteilen, Mädel, was hinter der Tür ist, aber geht nicht. Wie kommt man denn nicht? Kann sie denn wenigstens irgendwo anders hinlaufen? Hallo? Mädel? Ich würde gerne, dass du die Tür da mal verlässt, damit ich den Spacko dahinter wegkriege, weil, keine Ahnung, der hat ein paar Zweige auf dem Rücken und zittert die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was der hat. Okay, muss ich mich wohl weiter umgucken, was man hier sonst noch so... Komm. Hier, nicht Auto... Okay, da ist ein Terminal. Da geht's weiter. Da geht's nach unten. Stockwerk hoch, Stockwerk runter. Ran und rauszoomen, okay. Huch. Na toll, die Kamera ist kaputt. Oh. Okay. Ja, da sieht's jetzt nicht so gut aus, würde ich sagen. Schnell das Licht ausmachen. Ja. Das Licht ist noch an. Ah, wir können die Mikrowelle an- und ausmachen. Vielleicht ist ein Hamster drin. Hm, yam, yam, yam. Ja, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen, dass der da tot rumliegt. Okay. Ja, gut. Ich schau mal gerade. Das hier ist eine komische Kammer. Wo auch immer das dahin führt. Was ist das hier? Ach, immer die Kameras, die ich selber nicht rotieren kann. Okay, da ist ein Terminal. Ich sehe jetzt gerade nicht, was hinter der Kamera ist. Na, hör auf. Okay. Ah, das ist der. Die Tür ist zu. Theoretisch kann ich die öffnen, wenn ich will. Ah, das... Ah, okay, gut. Gucken wir mal, ob ich irgendwie schaffen kann. Mal sehen. Okay, da ist das giftige Gas. Das muss ich jetzt nur noch zu ihm hier bringen. Ich hoffe doch mal, dass das die richtige Lösung ist. Weil schauen wir mal. Hier geht's nach oben. Huch. So, gucken wir mal. Also die Kamera guckt jetzt hier lang. Hör mal auf hier. Okay, hier unter mir ist also... Okay, hier ist das giftige Gas. Kriege ich da irgendwo die Türen auf? Weil da ist der Tote. Mal gucken, diese Kamera... die kann ich nicht bewegen. Diese Kamera, die ist irgendwie kaputt. Okay, was liegt da? Gut, da komme ich irgendwie nicht weiter. Ich kann auch nicht alle Türen öffnen, scheinbar. Ich würde gerne hier irgendwie das kaputt machen. Also das Terminal hier kann ich deaktivieren. Licht kann ich an- und ausmachen. Ha. Okay, hier, rotier mal. Ah, die ist verbarrikadiert. Die kriege ich nicht auf. Kriege ich die da auf? Ja, die kriege ich auf. Das bringt mir nur nichts. Also ich kriege die hier auch... Sie haben nicht die nötige Berechtigung. Aha, da weht also der Wind. Okay, Licht und so können wir machen, aber die Tür hier... keine Berechtigung. Ich gebe dir gleich Berechtigung. Okay, wie kriegen wir den Spacko da weg?
Okay, die Tür hier konnte ich eröffnen, aber das brachte nichts. So, schauen wir mal. Okay. So, gucken wir mal, was ist denn hier drin? Okay, das ist die Tür, die wir gerade geöffnet haben. Das scheint ein Abstellkammer zu sein irgendwie. Nicht wirklich sinnvoll. Bringt uns nicht weiter. Ja, die Kamera ist natürlich ein bisschen kaputt. Die schafft es nicht mal, den Fokus zu kriegen. Okay, gucken wir mal hier. Die Waschküche. Waschküche, okay. Das ist auch wieder ein Terminal. Ich krieg diesen Penner da nicht weg. Ich hab keine Ahnung. Und die Olle hilft einem auch nicht. Die sagt nur, ja, die Tür ist irgendwie blockiert. Guck mal nach. Ja, ich guck nach. Und ich sehe auch, was die Tür blockiert. Das ist so ein Spacko. Aber nö. So, dich machen wir mal auf, Kleinmädel. Ja, wie krieg ich denn den Spacko da weg? Das hat mir keiner gesagt. Ich hab die Tür angeklickt. Und sie ist auch grün. Aber der Typ hält sie fest. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann hier das Licht ausmachen, wie man sieht. Aber das bringt ja jetzt nicht wirklich was. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich aus diesem Raum hier das Giftgas irgendwie rauskriege, dass das quasi hier so durch den Gang wabert und dann zu ihm und ihn dann eliminiert. Nö, geht irgendwie nicht. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Also die Tür kann ich öffnen, die Tür, da habe ich keine Berechtigung für. Hä? Das Spiel verwirrt mich gerade. Es gibt jetzt auch keine anderen Etagen oder so, wo ich nachgucken könnte. Okay, hier oben? Nö. Ich habe auch gar keine Gebietskarte für weiter oben. Toll. Ziele. Mit dem OSD-Menü in der finde ein Hydrogen-Gemisch und verabreiche es ihr. Bla bla bla. Lebenswichtig. Ja, das ist doch wahrscheinlich da in diesem... In diese Kammer da. Dieses runde Ding da oben. Das da. Aber trotzdem. Was ist denn Audioprotokoll? Okay. Ah, das ist das, was sie gelabert hat. Mal sehen, Filness ist unter Hilfe. Wenn du diese Schaltfläche anklickst, bla bla bla. Was ist hier los? Irgendwas blockiert die Tür. Benutze die Kameras. Hinter der Tür muss eine sein. Ja. Ich hab die Kamera benutzt. Hier. Guck. Niet, niet, niet. Aber der da sich befindet, Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Das war's? Dann verpisst sich der Spacko. Versuch mal das Nachtsicht-Upgrade an der Kamera hinter der Tür zu benutzen. Okay, offen, du hast es geschafft. Danke. Danke, du dämliche Punz, dass du mir das Versuche des Nachtsichtgerät der Kamera erst danach sagst, nachdem ich es benutzt habe. Was ist das? Echt jetzt? Was soll denn das? Man gibt die Tipps vorher und nicht erst danach. Das ist genauso, als würde ich eine Frau flachlegen und sagen, ach, apropos PS, habe ich vergessen zu erwähnen, ich habe so ungefähr 100 Geschlechtskrankheiten, die hast du jetzt auch. Hallo, das macht man vorher. Na gut, in dem Fall macht man es vielleicht nicht vorher, weil die Frau dann sagt, ne, mit dir vögel ich nicht. Aber ehrlich jetzt, du blöde... Ah, gut, dann latsch mal dahin.